Hallo, hier ein neues Video für euch. Der große Laderegler von Victron Smart Solar MPPT RS, der 450-100. Das Ding ist wie gesagt nagelneu. Hier können PV-Platten bis 450 Volt in Reihe geschalten werden und 200 Ampere Ladeleistung bei 48 Volt. Das Ganze gibt es auch nochmal in der Nummer kleiner mit 450 Volt und 100 Ampere Ladeleistung. So, werden wir das Gerät mal auspacken. Die Geräte wurden gebaut für große Anlagen, wo viele Platten halt in Reihe geschalten werden, weil die normalen Kleinladeregler sind halt dafür ausgelegt, das höchste bis 250 Volt. Bei dem Laderegler können halt wie gesagt mehrere Plattenreihe geschaltet werden und da müssen weniger Kabel nach unten gelegt werden, weniger Strings. Als erstes habt ihr jetzt hier euer Kabel für die Batterien, das ist der Temperatursensor, dass das Gerät weiß, welche Temperaturen die Batterien gerade haben, wegen der Ladung. Das ist mit dabei. Dann habt ihr hier eine Gebrauchsanweisung für den Laderegler. Ihr seht auch, hier gibt es wie gesagt nochmal die 100er Ausführung mit 100 Ampere und 200 Ampere. Und die Befestigung, die Wandhalterung für das Gerät. Die Geräte sind sehr gut verpackt von Victron, dass hier wirklich nichts passiert, weil ihr wisst ja selber, wie die ganzen Paketdienste mit den Paketen umgehen. Eigentlich schade, was da los ist, aber naja. So sieht das gute Gerät aus. Was ihr hier jetzt schön äußerlich seht, hier unten sind die ganzen Anschlüsse für die PV-Seite, wo eure PV-Platten angeschlossen werden. Hier auf der Seite werden die Batterien angeschlossen. Hier unten habt ihr einen Ausschalter. Sieht auf jeden Fall sehr hochwertig aus. Hier habt ihr nochmal die Daten bis 450 Volt, 48 Volt System, wo ich gleich dazu sagen muss, warum eigentlich nur 48 Volt System. Gut, alle, die jetzt solche Speicheranlagen bauen, bauen natürlich auf 48 Volt System. 24 bauen auch viele Leute. Wie gesagt, gerade die Kleinladeregler kann man, wie gesagt, verschiedene Spannungen einstellen, wo die laden sollen. 12, 24, 48 Volt. Warum es den jetzt nicht als 24 gibt, ist jetzt dahingestellt. Aber wie gesagt, wer jetzt Anlagen neu baut, macht wie gesagt ein 48 Volt System. Das ist Standard. Alleine der Wirkungsgrad ist hier natürlich optimal. 48 Volt System. Weniger Kabelquerschnitt, weniger Verluste. Bei der Installation ist das Gerät natürlich sehr kundenfreundlich und leicht zu installieren. Werden wir das Gerät mal öffnen, mal gucken, wie es innen drin aussieht.
So, jetzt sind wir schon fast im Inneren des Geräts. Hier auf der linken Seite habt ihr eure Batterieanschlüsse. Zweimal Plus, zweimal Minus. Das ganze Gerät ist ausgelegt mit oder ausgestattet mit drei Lüftern. Auf der Seite habt ihr eure Anschlüsse für die PV-Seite. Das sind vier Stränge, die ihr aufklemmen könnt. Drüben habt ihr eure VE-Direktanschlüsse, eure LAN-Anschlüsse zum Auslesen oder Datenübertragung auf den Servo GX oder ans Online-Portal, dass ihr die Daten auch übers Handy auslesen könnt, wenn ihr mal unterwegs seid, dass ihr seht, was die Geräte machen. Hier oben habt ihr nochmal ein Display, wenn ihr vor Ort seid. So, jetzt schauen wir nochmal in das ganze Gerät rein. So, hier habt ihr auf jeden Fall auf der Seite das Datenkabel, was zum Display führt, an der Oberseite des Geräts. Hier seht ihr riesengroße Spulen und Drosseln, Kondensatoren, MOSFETs, die riesen Kühlkörper, die hier verbaut sind. Die ganzen Anschlüsse der ganzen einzelnen Stränge. Kühlkörper. Hier habt ihr auch nochmal lauter Widerstände, Kondensatoren. Die Verarbeitung sieht, wie gesagt, relativ hochwertig aus. Hier seht ihr die Lüfter nochmal von der Seite verbaut. Und hier ist, wie gesagt, die ganze Leistungsstufe drunter. Hier auf der Seite seht ihr auch nochmal die ganzen Drosseln, die verbaut sind. Ist halt ein großes Gerät für 48 Volt Systeme mit 200 Ampere Ladeleistung. Die Daten erkläre ich euch jetzt gleich nochmal dazu. Die zwei oberen Anschlüsse über dem Kabel, wo jetzt die Brücke drin ist, ist der Anschluss, wo der Temperatursensor dran kommt. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen. Einmal Plus, einmal Minus. Das bitte genau anschließen, nicht vertauschen. Die Temperatursensoren sind relativ empfindlich. Das schon mal vorab. Befestigungsmaterial ist hier, wie gesagt, auch mit dabei. Das ist die Platte, die hinten an der Wand verschraubt wird. Schrauben gibt es da natürlich auch dazu. Dübel allerdings nicht. Die müsst ihr separat kaufen. So, hier seht ihr jetzt nochmal die technischen Daten. Das ganze Gerät gibt es in 100 Ampere Ladeleistung und in 200 Ampere Ladeleistung. Maximale PV-Spannung bis 450 Volt, das ist die Leerlaufspannung, die hinten auf euren Modulen draufsteht, die nicht überschreiten. Die untere Spannung ist 120 Volt. Arbeitsbereich zwischen 80 und 400, das ist der Optimalbereich. Pro Sitz, der 100 Ampere hat 2 MPPT-Träger, der 200 Ampere hat 4 MPPT-Träger. Also 4 Anschlüsse pro in Reihe geschaltete Anlage, die unabhängig voneinander arbeiten. Maximale PV-Leistung, die hier angeschlossen werden kann, sind wir hier bei 7200 Watt Peak. Hat euch das Video gefallen über den Laderegler? Gebt gerne einen Daumen hoch. Und vergesst nicht euer Abo, wenn ihr noch keins abgegeben habt. Danke!